Also ich bin jetzt noch beim Pferd. Hallo, Mäuschen. Und nochmal verabschieden. Ich bin so satisfied. So. So, das Pony ist jetzt fertig. Sie glitzert auf jeden Fall richtig schön. Und jetzt geht's los. Mäuschen, bist du ja schon müde oder was? Leute, es ist so schönes Wetter. Ich bin jetzt auf dem Platz. Wir genießen jetzt erstmal das Wetter. Oh mein Gott. Ich freue mich schon aufs Ausreiten. Leute, der Sommer wird so geil und ich habe so coole Sachen vor. Leute, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel Zeug mit. Scheiße. Wirst du mich vermissen? Absolut. Die Tränen fließen jetzt schon. Wirklich, oder? Ja, wirklich. Lisa, das kommt in mein YouTube-Video, ne? Du bist das erste Mal in meinem Video. Oh mein Gott. Hast du schon mein neues TikTok gesehen? Ja, geliked. Ist cool? Ist sehr cool. Guten Morgen, Leute. Heute ist Montag und es geht jetzt zum Bahnhof. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, wir fahren jetzt erstmal, also ich fahre jetzt erstmal alleine nach München und da treffen wir uns dann alle. Und dann geht's weiter nach Brixen. So, ich nehme jetzt erstmal noch ein Frühstück für die Fahrt. Leute, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Und ich bin einfach fast in München, ich bin so aufgeregt. Gleich werde ich nämlich alle sehen. Dahlia, Leon, Content und Lukas White, Jerome, alle sind schon im Zug und Aaron Troschka auch. Ich habe es gerade schon in den Stories gesehen. Und gleich bin ich mit dabei und fahre weiter nach Italien. Wir sind angekommen im Hotel. Ich bin gerade im Fahrstuhl und fahre zu meinem Zimmer. Ich hoffe, ich finde das jetzt, wo man einfach direkt hier begrüßt. Richtig krank. Das ist so aufregend. Boah, das Hotel sieht so schön aus. So Leute, ich habe mein Zimmer gefunden. Wie geht es jetzt? Bin ich dumm? Wisst ihr, wie die Zimmer aufgehen? Ja, mit der Karte. Ja, das geht nicht. Hä? Oh. Hallo, Google. Dankeschön. Oh mein Gott, wie schön. Leute, es ist so schön hier. Ich sterbe. Oh mein Gott. Wow. Oh, hier sogar noch so eine Chill-Ecke. Eine mega schöne Aussicht. Das Bett. Gucken, was hier ist. Badezimmer. Oha, wir haben voll viele Gifts bekommen. Oha, sogar von Gott. Wie? Oh mein Gott, was ist hier drin? Ich bin neugierig. Richtig viele Pflegeprodukte. Ich finde, das sieht richtig schön aus, alles. Geht das Licht an? Hier. Nein? Oh, man muss die Karte reinmachen für Strom, Digga. Boah, ich bin zuerst mal alleine im Hotel. Ah, Licht. Perfekt, Leute. Scheiße, ich bin so ein Opfer. Oh, oha, wir haben voll viele Getränke bekommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich noch alles passiert. Also auf dem Plan stand irgendwie Movie Night oder so. Sieht halt wirklich so aus, als hätte ich mal ganz kleine
Kleiderschrank mitgenommen. Und wir müssen Outfits haben, zum schick essen gehen, rausgehen, Sport machen. Wir machen irgendwie viel Sport. Normale Outfits, Schuhe, Flipflops und Sportschuhe. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich Bikinis. Ein bisschen krank. Ja, okay. The voice needs to be good always. Ich habe auch noch rote, wenn du welche brauchst. Diese Neo-Angin. So, wir suchen uns jetzt aus, was für Aktivitäten wir machen werden. Machen wir Yoga morgen? Ja, ne? Oh, 8.30 Uhr. 8.30 Uhr? Aber dann bin ich morgen dabei. Lecker. Der erste Tag war schon echt richtig cool, aber auch sehr anstrengend. Die Fahrt, Leute, ich bin 10 Stunden Zug gefahren. Boah, ich bin sehr müde, deswegen werde ich mich jetzt bald fertig machen. Und ich freue mich jetzt auch sehr aufs Schlafen gehen. Guten Morgen, Leute. Heute ist Tag 2. Ich habe jetzt gerade schon geduscht und jetzt gehe ich mal zum Frühstück und gucken, was da so abgeht. Aber erst ziehe ich mir was an. Wir gehen jetzt frühstücken und schaut euch mal dieses Frühstücksbuffet an. Oh Leute, ich bin im Himmel. Es gibt so richtig viel Joghurt, Früchte, Beeren. Hier gibt es richtig viel Müsli, also eine sehr große Auswahl auf jeden Fall. Und hier ganz viel an Aufstrichen. Also da werden wir uns das Essen was Leckeres zusammenstellen. Erstmal ein bisschen Orangensaft. Boah, wie geil. Wird einfach noch frische Rührei gemacht. Das ist richtig geil. Boah, da werden wir das auf jeden Fall entnehmen. Für uns geht es jetzt zum Aquagym und ich habe hier noch so eine Unterwasserkamera. Vielleicht machen wir da coole TikToks mit. So, wir werden hier übrigens alle getestet. Hier schön am Pool. So, wir waren jetzt im Pool. Boah, es war so cool. So, wir sind jetzt ready gemacht für die Sauna. Wir waren heute schon im Pool und jetzt geht's weiter auf einen Gin-Aufguss. Mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt, ob wir gleich beide blau sind. Ja. Danach wollten wir noch in den Whirlpool gehen. Ich freue mich. Let's go. So, wir sind jetzt in der Sauna angekommen. Es ist so krass schön. Ich habe mich nicht abgeschminkt. Es läuft. Leute, ich bin so verliebt. Hier ist noch der Whirlpool. Wow. Wir waren jetzt die ganze Zeit im Pool, Leute. Wir haben so Sonnenbrand. Guckt euch. Ich bin richtig am Eskalieren hier. Alter Schöne. Ich bin eigentlich gar nicht so anfällig für Sonnenbrand, aber kickt auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt zum Abendessen. Ich freue mich, weil ich habe richtig Hunger. So, wir haben jetzt unsere Vorspeisen bekommen. Das ist Lara und das ist mein Gericht. Leute, heute ist Mittwoch, wir sind so tot. Vor allem heute ist eine Party heute Abend. Und wir haben einfach gestern so massiv übertrieben. Wir haben so gesagt, wir gehen für 10 Minuten runter, wir machen heute einen ruhigen Abend. Und dann sind wir da bis 3 Uhr. Junge, wir waren so lange dann da noch mit den Leuten. Und jetzt gehen wir frühstücken, wir haben heute unser chilligstes Outfit an. So, wir befinden uns jetzt in der Küche. Awesome. Wir gehen jetzt aus dem Chefkoch. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mit der Patissöße hinten einen veganen Schoko-Brownie. Das ist vegan vegetarisch. Los geht's. Vielleicht mache ich jetzt einen Kochkanal.
ready. Der ist vollbracht. Leute, unser Brownie ist so gut geworden. Der wird einfach heute Abend serviert. Die armen Gäste. Wir haben uns jetzt ready gemacht, weil wir gehen Tennis spielen. Mal gucken, wie das wird. Ich freue mich. Wir sehen auf jeden Fall sehr sportlich aus. Die Cappy habe ich mir vom lieben Jonas geliehen. Vielen lieben Dank, weil ich habe einfach Sonnenbrand. Wir nehmen uns erst noch ein bisschen was zu trinken mit, weil ich denke, das wird sehr anstrengend werden. So, hier schon das ganze Tennis-Equipment. Wir sind am Tennisplatz angekommen. Es ist so cool. Ich freue mich voll. Okay, Leute. Jetzt. Wir sind jetzt beim Abendessen und ich gucke mal an der Karte, was ich nehmen werde. Wir haben uns ein bisschen aufgefresht. Ich habe so Hunger. So sieht die Menükarte aus. Also man kann sich hier mal das, das oder das Menü nehmen. Hier gibt es vegan. Ist auch richtig, richtig lecker. Leute, das Essen ist so schön angerichtet. Wir machen hier jetzt gerade Fotos. Morgen, ich bin gerade aufgewacht. Heute ist Freitag und somit der Tag der Abreise. Es war echt so krank schön. Und ich werde das sehr vermissen hier, also vor allem auch das Hotel. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an mein Management, dass sie diesen Urlaub möglich gemacht haben. Ich habe jetzt hier schon meinen Koffer fertig gepackt, der ist so voll. Hier sind noch die ganzen Goodiebags, die wir geschenkt bekommen haben. Wir haben nämlich gestern hier noch richtig süß, Mann. Ich bin in mein Zimmer gekommen und plötzlich stand das hier vor meiner Tür. Das ist so eine Tasche von Scarvy & Ray und dann ist da ein Ocean's Apart Hoodie drin. Socken von Ocean's Apart. Noch ein paar Drinks. Mega süß einfach. Ich freue mich voll und ich finde es echt schade, dass wir jetzt wieder fahren. Der ist ungefähr doppelt so schwer. Jetzt kann es losgehen. Ich bin so froh, dass ich den zugekommen habe. Ich gehe jetzt erstmal auschecken. Ich habe es noch nie alleine gemacht, weil ich sonst immer mit meinen Eltern in Urlaub war. Aber let's go. Jetzt fahren wir alle. Wir werden jetzt zum Bahnhof gebracht und dann geht's nach Hause. Ich bin seit über 12 Stunden unterwegs. Erst ist der Zug eine Stunde lang nicht losgefahren, weil wir keinen Lokführer hatten, der in den Zug fährt. Dann sind meine Kinder auf dem Reisen. Dann hatten wir einen Notfall, die hatten mega Bauchschmerzen, müssen ins Krankenhaus. Dann haben wir den Zug dann die ganze Zeit nur mit Alter, ich kann nicht glauben, ich bin einfach angekommen. Oh mein Gott.